Es sei ich, schiet das wieder eingeschaut habt, hat mich dir euch zeigen, wie man Windbeutel macht. Ihr braucht dazu Wasser, Butter, Mehl, Speisestärke, Backpulver, Eier und Salz. Die genauen Mengenangaben verlinke ich euch in der Infobox noch. Als erstes werdet ihr das Wasser und den Butter aufkochen lassen. In der Zwischenzeit werdet ihr das Mehl und die Speisestärke vermischen und das kommt dann in die heiße Flüssigkeit ein. Das müsst ihr dann ganz gut schnell verrühren, dass sich das nicht anlegt. Also das muss zwar abbrennt werden, aber es sollte sich unten am Topf nicht anlegen. Mir ist es auch angelegt, aber ich habe dann einen Topf gewechselt, wenn man dann sieht. Also wirklich ganz gut rühren, dass man das unten was so abbrennt, dass man das gleich wieder wegbringt. Den heißen Teig tät's dann in eine Rührschüssel von einer Küchenmaschine rein. Und da dazu kommen dann unterm Rühren zwei Eier dazu. Also nur zwei, das lädt sie bis zum Schluss, je nach Bedarf dann noch runterrühren. Man sieht jetzt, ich habe da dreimal einen Rührbesen gewechselt, weil irgendwie mit dem Knethaken hat das nicht geklaut, mit dem anderen auch nicht und dann habe ich einen Schneebesen hergenommen und dann hat sie geklaut. Also nehmt gleich einen Schneebesen her, da wird es schöner. Das war jetzt dann mit den zwei Eier. Und in der Zwischenzeit könnt ihr dann das dritte Ei noch in der Schüssel aufklappen. Schön parieren. Und dann so nacheinander zu dem Teig dazu. Also das soll eine geschmeidige Masse, eine glänzerte werden, dass sie eben nur so Fäden haben sie auch nicht, dass er halt geschmeidig da vom Löffel runterfällt. Und dann habe ich wieder übersehen, dass ich mitgefilmt hätte, wie ich es aufs Backpapier gespritzt habe. Also ich habe das in einen Spritzbeutel rein da und gespritzt, ihr könnt es aber auch mit Löffeln machen. Und ja, ihr seht eh, was ich gemacht habe. Mittendrin müsst ihr es halt dann auch noch backen, gell? Aber das seht ihr, wenn ihr es dann fertig habt. Wenn ihr es dann aus dem Ofen rausgenommen habt, müsst ihr es dann noch warm schneiden. Also den Deckel runterschneiden. Vorsichtig, ich habe jetzt das mit so einem Raspelmesser gemacht. Ihr könnt es aber auch mit der Schaumacher, habe ich gesehen. Genau, und dann müsst ihr es auskühlen lassen und in der Zwischenzeit habe ich dann noch Kirschen aufgekocht und artigt und Sahne aufgeschlagen mit ganz viel Vanille drin, dass es ganz gut nach Vanille schmeckt. Und so habe ich dann die Windbeutel gefüllt. Ich habe ein bisschen das Loch noch vom Windbeutel ein bisschen zugemacht, dass da die Kirschen nicht rausrinnt. Aber ich sehe gleich, wenn die gleich essen. Also zum Aufheben haben sie nichts, sonst war ganz recht durch. Also immer, wenn sie es serviert, da das davor erst herrichten. Und ich habe jetzt da nicht so viel Sahne aufgespritzt, weil so viel Sahne wollte ich da nicht, nur außen rum. Und dann einen Deckel drauf und fertig waren's. Meine Windbeutel zum Schluss dann noch mit Puderzucker bestellen. Schön haben's und cool waren's auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaut wieder ein. Bitte euch, bis zum nächsten Mal.